Donald Trump bastelt nach seinem Wahlsieg an seinem neuen Kabinett, während sich die Regierung in Deutschland selbst zerlegt. Wie blickt die Ukraine auf die jüngsten Entwicklungen ihrer Unterstützer? Darüber spreche ich mit dem früheren ukrainischen Botschafter in Deutschland, der mittlerweile in Brasilien arbeitet. Herzlich willkommen, Dr. André Melnik. Guten Tag, Frau Blöchel. Herr Melnik, nach der Wahl von Donald Trump sorgt sich Europa, die USA könnte als Unterstützer der Ukraine im Russlandkrieg wegfallen. Jetzt aber besetzt Trump wichtige Posten mit Putin-Kritikern im Außenministerium, im Verteidigungsministerium und auch der Sicherheitsberater in den USA. Wie blickt die Ukraine auf diese Entwicklung? Wir hoffen natürlich auf das Beste, müssen uns aber natürlich auch auf das Schlimmste vorbereiten. Diese letzten Ernennungen oder die das, was wir gehört haben, die Mitglieder des künftigen Kabinetts von Präsident Donald Trump, sie stimmen schon optimistischer ein, das muss man sagen, denn diese Kandidaten, die Sie gerade erwähnt haben, die sind schon auch in der Vergangenheit ziemlich eindeutig gewesen in Bezug auf die russische Aggression, auf den Krieg, auch auf das aggressive Vorgehen Russlands. Und das gibt gerade jetzt Hoffnung. Aber wie gesagt, es ist noch viel zu früh zu sagen, was tatsächlich gemacht wird. Denn am Ende des Tages wird das auch der Präsident alleine entscheiden. Und deswegen müssen wir schon heute schauen, wie wir Kontakt zu diesem neuen Team aufbauen. Wir gehen davon aus, dass dieser Slogan Make America Great Again das Wichtigste ist, auch jetzt in diesem Kontext. Wir müssen schauen, was also diesem Ziel entsprechen wird. Und aus unserer Sicht kann nicht sein, dass jetzt irgendwelche faule Kompromisse uns aufgezwungen werden. Denn das würde diesem Ziel ganz bestimmt nicht entsprechen, was er da wichtiger erscheint aus unserer Sicht, ist, dass die USA, dass die Vereinigten Staaten zurück auf der Weltbühne sind, dass sie diese globale Führungskraft zeigen und das heißt, dass sie auch aus der Position der Stärke auch gegenüber Herrn Putin auftreten werden. Wenn Sie sagen, Sie haben Hoffnung, dass Amerika wieder die Politik der Stärke findet und wieder zurück quasi ist auf der großen Bühne, bedeutet das, dass das unter der Administration Biden nicht so der Fall war? Es ist schwer im Moment noch so eindeutig darauf zu blicken, denn einerseits sind wir natürlich sehr dankbar dafür, dass die jetzige US-Administration für uns getan hat. Amerika war und bleibt nach wie vor Nummer eins als Unterstützer der Ukraine. Ohne diese militärische Hilfe aus Washington wissen wir gar nicht, wie lange die Ukraine auf unser Staat, unsere Staatlichkeit überhaupt überlebt hätte. Das ist klar und das steht außer Frage. Was wir uns natürlich viel mehr wünschen würden, und das ist das, was leider auch nicht gelungen ist mit dem heutigen Präsidenten und seinem Team, ist, sie zu überzeugen, dass man auch die letzten roten Linien, die es noch gibt, überschreiten sollte, dass man Putin viel mehr unter Druck setzen sollte, dass man auch diese militärische Unterstützung aufstocken sollte, dass die weitreichenden Waffensysteme eingesetzt werden dürfen. Das ist das, was uns leider bis zuletzt gefehlt hat, nämlich diesen Mut, wenn man so will, diesen Mut wirklich so weit zu gehen, dass Putin versteht, er kann nicht mehr eskalieren, wie er will. Und diese Hoffnung haben wir jetzt mit dem neuen Präsidenten, dass er vielleicht auch als Persönlichkeit, die gerne Stärke zeigt, hier anders agieren kann und dass all diese dunklen Prognosen, die wir alle auch in Deutschland gehört haben, sich nicht bewahrheiten werden.
Heißt das, dass Sie vielleicht sogar Donald Trump die Daumen gedrückt hatten bei der Wahl? Ich war zum, ich also eigentlich, also ich persönlich schon. Also ich war eher kritisch gegenüber dem, was wir gehört haben in diesem Mainstream, vor allem in Deutschland. Und zwar aus vielen Gründen, denn ich kenne viele Mitglieder seines Teams, auch persönlich. Einer von ihnen ist Botschafter Richard Grenell, den auch Deutsche in Erinnerung haben. Und wir sind bis heute in engem Kontakt geblieben. Das heißt, man kennt schon einige Menschen persönlich und man hat auch ein gewisses Vertrauen, wenn man so will, auf dieser persönlichen Ebene. Und deswegen waren für mich zumindest all diese Gespenster, die man so gerne vor allem in Deutschland, aber auch in der Ukraine an die Wand gemalt hat, fand ich schon übertrieben. Denn der Wahlkampf ist das eine, aber die Politik, die danach kommt, ist etwas anderes. Und genau weil ich weiß, dass keiner von den Menschen, die jetzt im Team Trump eine wichtige Rolle spielen werden für die USA, aber auch jetzt gerade für uns, dass sie dieses große Ziel vor Augen haben, nämlich die Vereinigten Staaten wieder groß zu machen. Und das bedeutet auch, nämlich Stärke zu zeigen und auch das zu verteidigen, was für uns alle wertvoll ist, nämlich also die Freiheit und auch demokratische Werte. Und in diesem Sinne habe ich schon die Hoffnung, dass der neue Präsident, ungeachtet all diese düsteren Vorhersagen und Prognosen, uns helfen wird, diese Freiheit und auch die Staatlichkeit der Ukraine zu verteidigen. Herr Melnyk, ich danke Ihnen sehr für Ihre Ausführungen. Danke, Frau Brückel, für die Einladung.